Hurra, wir sind in einem neuen Bullenmarkt, so schallt es aus US-Finanzmedien, denn der S&P 500, der hat 20% seit seinem Tief im Herbst 2022 zulegen können, technisch gesehen. Offiziell jetzt ein Bullenmarkt. Und in dieser Situation, wo wir jetzt 20% vom Tief gestiegen sind, werden plötzlich alle bullisch, werden Skeptiker plötzlich zu Konvertiten und sagen, nein, nein, ich bin jetzt doch bullisch. Sehen wir, dass die Investitionsquote von US-Vermögensverwaltern sprunghaft gestiegen ist. Also alle sind jetzt investiert, alle sind bullisch und wir sind in einem Bullenmarkt. Was kann da schiefgehen? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie derzeit die Dinge gelagert sind. Barron's etwa sagt hier, fürchte nicht den Bullenmarkt, warum Aktien weiter steigen, und dann sagt man hier, ja, die Investoren sind für das Schlimmste positioniert, sie sind für einen Bärenmarkt positioniert, der aber wahrscheinlich schon vorbei ist, der schon gelaufen ist. Hier sehen wir, S&P 500 starts a new Bull Market as Big Tech lifts stocks. Ja, natürlich, die Tech-Aktien sind es gewesen, die die ganze Geschichte hier nach oben getrieben haben. Das hatte ich gestern schon gezeigt. Die Bullenquote bei den US-Privatinvestoren sprunghaft gestiegen auf 44,5%, höchster Wert seit einem Jahr. Die Bären mit 24,3%, so wenig wie seit einem Jahr nicht mehr, ebenfalls einem Jahr nicht mehr. Das ist der größte Sprung jetzt, was das Bullenlager betrifft, seit dem Jahr 2021. Der zweitgrößte Sprung in dem letzten Jahrzehnt, das muss man sich vorstellen. Also das ging relativ fix, aber hier sehen wir das nochmal ein bisschen illustriert. Die Bullen, hier oberer Chart, Booms nach oben, die Bären gehen nach unten. Das ist in der Form wirklich selten gesehen und ganz selten gesehen, seit über 2 Jahren nicht mehr gesehen, ist der Sprung auch bei der sogenannten NAAIM Exposure, also das ist die sozusagen Investitionsquote von Vermögensverwaltern, jetzt auf 90 gesprungen. Das ist jetzt der höchste Stand seit Januar 2022 und der größte Sprung ebenfalls seit April 2021, also seit über 2 Jahren. Da hat man also sozusagen jetzt richtig schön zugegriffen. Wir sehen den Fear and Greed Index bei 76, vor allem durch die Put-Call-Geschichten. Dazu gleich mehr. Und Market Volatility, der VIX, das wird gleich noch zu behandeln sein. Hier sehen wir mal, wenn wir in diesem CNN-Index Extremwert haben, entweder Furcht oder eben entweder Gier, dann ist das in der Regel an Wendepunkten des Marktes. Ganz klar, wenn alle Schiss haben, dann haben alle verkauft. Wenn alle gierig sind, dann sind schon alle drin, könnte man vielleicht hier sagen. Und hier ein Tweet, der zeigt, dieser Index wird ja von CNN ermittelt, dieser Fear and Greed Index, und hier diese Schlagzeile, it's official, we are in a bull market, von CNN, und gleichzeitig der Fear and Greed Index ebenso am Anschlag, wo wir auf jeden Fall in einem Bullenmarkt sind. Das ist die Zahl der Bankrotte in den USA nach Ende der ultralaxen Geldpolitik. Hier sehen wir, da haben wir jetzt schon mehr als seit 2011 im gesamten Jahr, und wir haben ja noch nicht mal die Hälfte des Jahres jetzt hinter uns. Aber nochmal hier zu diesem Put-Call-Ratio, also praktisch die Absicherungspositionen. Hier sehen wir das, normalerweise passiert das auch an Wendepunkten, sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, wenn alle mit Puts abgesichert sind, alle fürchten, die Märkte gehen runter und es passiert dann nicht, dann decken die ihre Puts ein, damit treten sie als Käufer auf, damit tragen sie dazu bei, dass die Märkte steigen, und umgekehrt, wenn alle Calls gekauft haben, dann ist eben das Potenzial auch größer, dass Calls abgestoßen werden, also dass dann das Gegenteil passiert. Und hier sehen wir mal, Investors are piling into Calls. Wir hatten gestern das Intraday-Put-Call-Ratio auf Niveaus, die wir seit dem Jahr 2021 nicht mehr gesehen haben. Und unten hier in dieser Grafik sehen Sie, dass diese Zero-DTE-Calls, also jene Call-Optionen, die am selben Tag noch auslaufen, dass die gestern maßgeblich zu dem Anstieg vor allem des Nasdaq beigetragen haben. Der Nasdaq 100, der
vorgestern ja der große Verlierer war, während der Russell der große Sieger war. Gestern war es andersrum, der Russell schwach. Ich hatte ein Video gestern zugemacht, der Nasdaq sehr, sehr stark oder stärker. Der VIX jedenfalls mit 13,65 in einer Situation, wo die Märkte offenkundig keinerlei Sorgen vor nichts haben. Das Beste ist eingepreist, Goldilocks, alles ist super. Die Fed wird die Zinsen nicht anheben, vielleicht bald senken. Echt, haben sie aber das Gegenteil gesagt, macht aber nichts. Und überhaupt Soft Landing, wenn überhaupt Landing, Wirtschaft ganz toll. Habt ihr nicht die Arbeitsmarktdaten gesehen und so weiter und so fort. Also diese Exuberance, Alan Greenspan hat mal diesen Begriff gebraucht, Irrational Exuberance, der irrationale Überschwang, der ist derzeit durchaus gegeben. Und dementsprechend sind eben Aktien teuer für dieses Zinsniveau. Das gilt vorwiegend und eigentlich fast nur für Tech-Aktien. Hier sehen wir mal, wenn wir die in der rechten Grafik, wenn wir die großen Tech-Aktien mal rausstreichen würden, dann wäre der Markt gar nicht so teuer. Aber es ist eben so, dass diese Tech-Aktien ja diese Rallye nach oben ermöglicht haben in den Indizes. Die sind jetzt bepreist mit einem 37-prozentigen Premium zum Gesamtmarkt. Das heißt, die sind deutlich teurer. Das hatten wir zuletzt kurz vor Ausbruch der Finanzkrise. In der Dotcom-Blase war die ganze Geschichte noch extremer. Hier sehen wir mal den S&P 500, wie er sich darstellt. Da kommt jetzt diese Widerstandszone im Bereich 4.300 bei diesem Leitindex. Unten sehen wir, wie überkauft wir derzeit schon sind. Das gilt noch mehr für den Nasdaq und fast aus dem Fokus geraten ist so ein bisschen diese Bankenkrise, aber hier, wenn Sie unten mal gucken, die Emergency Bank Bailout Facility Usage, also praktisch Notkredite, wie Klinsmann sagen würde, die wo die Fed vergeben tut, die sind über 100 Milliarden gestiegen, das erste Mal. Das heißt, wir haben nach wie vor Stress im Bankensystem, sonst müssten die Banken nicht diese teuren Kredite, die mit roundabout 5% verzinst sind, in Anspruch nehmen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Geldmarktfonds wieder mal einen Zufluss von 36,6 Milliarden Dollar haben, auf jetzt ein neues Allzeithoch, was das Volumen in diesen Geldmarktfonds betrifft, von 5,457 Billionen Dollar. Und insgesamt sehen wir weiter an den Märkten das Dilemma. Wir haben einen sehr starken Nasdaq. Wir haben gleichzeitig einen weiterhin relativ robusten Dollar, obwohl der gestern ein bisschen abverkauft wurde nach den schwachen US-Erstanträgen. Das wiederum hat dem Nasdaq geholfen. Aber wir sehen eben auch die Real Rates, also die inflationsbereinigten Raten. Normalerweise läuft das mit dem Nasdaq parallel. Da ist man nach unten gegangen, der Nasdaq dagegen ist nach oben gegangen und der Fokus richtet sich jetzt an den Märkten natürlich schon so ein bisschen auf das, was in der nächsten Woche kommt. Dienstag die Inflationsdaten, Mittwoch La Fed, was wird die tun? Hier sehen wir neue Daten vom Atlanta Wage Tracker, also wie schaut es denn aus mit den Löhnen? Die sind um 6,0 zum Vorjahr gestiegen. Das ist ein kleiner Rückgang von 6,1 in April und 6,4% zum März. Ja, da ist eine rückläufige Wachstumstendenz erkennbar. Es wächst ja weiterhin. Aber es ist eben so, dass das nach wie vor weit über diesem 2% Inflationsziel ist. Wir haben es gesehen, die Gebrauchtwagenpreise sind ein bisschen runtergekommen. Aber das Grundproblem ist ja, dass die Preise, selbst wenn die Inflation jetzt nur noch bei 1% ist, heißt das ja, dass die Preise von dem ohnehin hohen Niveau ja noch weiter steigen. Jetzt sehen wir mal, dass die Durchschnittspreise in den USA 20% gestiegen sind seit Januar 2019. Das heißt, die Lebenshaltungskosten für eine Familie sind um 20% gestiegen, aber die Löhne sind nicht um 20% gestiegen, sondern wir haben gesehen, die steigen so um und bei 6%. Das heißt, du hast einen massiven Kaufkraftverlust und deswegen ist es eben für die Notenbanken so essentiell, diese Inflation unter Kontrolle zu kriegen, die Preise runterzukriegen, vielleicht sogar ein bisschen mal nach diesem starken Inflationsanstieg ein bisschen was Deflationäres zu bekommen, damit die Leute nicht aus dem Konsum kippen, denn das kann sich keine Wirtschaft leisten, gerade nicht die amerikanische, die ja so konsumorientiert ist. Und hier eine Headline von Bloomberg: Wenn die Anleihemärkte recht haben in Sachen Inflation, dann hätten die Aktienmärkte 20% Potenzial nach unten, sagte JP Morgan. Es ist halt nur die Frage, wer wirklich recht hat. Das muss dann eben die Zeit erst zeigen. Und wenn wir diese ganzen Extremwerte jetzt gesehen haben, im VIX, im Fear and Greed, bei den Vermögensverwaltern, der Investitionsquote,
die Bullishness der US-Privatanleger, heißt das nicht, dass es heute runtergehen muss oder auch nicht am Montag. Aber das heißt, dass wenn es nach unten geht aus irgendeinem Grund, dann ist das Potenzial riesig, weil sehr, sehr viele investiert sind, weil alle im Grunde bullish sind, weil alle sagen, es gibt doch keine Risiken in diesem Markt. Und wenn dann plötzlich ein Risiko entsteht, das aus dem Nichts kommt, ein schwarzer Schwan, den keiner auf dem Schirm hatte, warum auch immer und wann das kommt, ist völlig unsicher. Aber dass eine Korrektur von solchen Niveaus irgendwann wieder zu Durchschnittswerten kommt, halte ich für sehr wahrscheinlich. Also wie gesagt, das heißt nicht, dass es heute runtergeht, am Montag runtergeht oder vielleicht auch nächste Woche runtergeht, aber die Fallhöhe ist eben dementsprechend, Fallhöhe auch das richtige Stichwort vielleicht für Binance. Da hat man ja ein bisschen Probleme mit der Aufsicht. Jetzt will man alle Abhebungen von US-Dollar ab 13. Juni untersagen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich einen Rush sehen, wo die Leute versuchen, noch ihre Dollars da zu sichern von dieser Kryptobörse. Und Sicherung irgendwie von Geld ist auch das Thema in der Türkei offenkundig. Hier sehen wir die neue Notenbankchefin, die hier von Erdogan nominiert wurde, eine ehemalige Goldman Sachs Bankerin, die aber jetzt Co-CEO bei der gescheiterten First Republic Bank war. Also vielleicht hat sich Erdogan gesagt, die Frau hat Erfahrung im Scheitern, ja, die nehmen wir jetzt einmal, denn wir sehen die türkische Lira weiter kollabierend, jetzt so Dollar türkische Lira bei 23,5, Ende 2021 waren wir noch knapp unter 10, also mehr als Halbierung der türkischen Lira. Hier sehen wir das im Chart, rechts sehen Sie im Chart die Dollarreserven der Türken, der türkischen Zentralbank, die sind praktisch nicht mehr vorhanden. Deswegen haben Golfstaaten ausgeholfen. Erdogan hat dann in einer Fernsehansprache den Kotau von den Golfstaaten gemacht. Ich danke euch und so weiter, islamische Brüder und so weiter. Also ohne die Golfstaaten wäre wahrscheinlich hier schon ganz andere Brände zu verzeichnen. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Hier nochmal diese Privatanleger, die plötzlich extrem bullish geworden sind, dass sie das hier nochmal genauer ein bisschen sich anschauen können. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Die Industrie bleibt schwach, die Gasnachfrage bleibt gering in Europa. Das zeigt, wie schwach die Wirtschaft ist. Die europäische Wirtschaft ist wieder viel schwächer als die amerikanische, aber auch die amerikanische wird von dieser Schwäche erfasst werden. Wir sehen das direkt am Gas. Zwar versucht man ja von Gas wegzukommen, aber es zeigt, wie schwach das produzierende Gewerbe hier in Europa ist, speziell in Deutschland. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus, ciao.